I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away. Like a card, never change. Play the game that we say. I need a break. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Zum Daniel. Face on when I chase like that, yeah. Play so strong with a knife in my back. I'ma swing home run like a baseball bat. But it's me rising to hate on that. I don't play both sides, don't need no cap. I'ma ride on down, my dreams on tap. I'ma fly real high, my CD stacks. It's not any fun, so you get my back up. So you get tough, calluses on my hands so rough. Yeah, I call your bluff, I'm not the one. Mess with me, come down with none. I'm so dumb, you have no fun. The knife that I face down the barrel of the guns. I gotta focus, put your name on it. But I'ma lose sight, cause you ain't with it. Time stands strong, Scheiße! Du willst nicht das mit Autoschlüssel aus der Tasche. Daniel. Jo. Daniel. Ja. Was bedeutet Freiheit für dich? Zu machen, worauf man Bock hat. Ja? Ja. Was bedeutet das in diesem speziellen Moment für dich? Jetzt erstmal hier draußen einen leckeren Kaffee machen. Hab ich. Eine riesige Anlage. 4 Kanonen auf jeden Fall. Und da gehen wir jetzt mal hin. Deutsch, 38 cm. Mal schauen, wie lang die ist. Geschütztyp war von der Bisper-Klasse, aber eigentlich ein, wie gesagt, Schiffgeschütz. Und die Länge steht hier leider nicht drauf. Aber es war auf jeden Fall die Doppelgeschütz. Und das war eine von den Läufen. Das dürfte 12,5 sein. Ne, 122. Aber nah dran. Russische Feldkanone. 7 Tonnen. Just a boy, Christmas brought so much joy. Couldn't wait for the present. Passt thematisch nicht unbedingt hier hin, aber trotzdem interessantes Ding. Auch ein Schiffsgeschütz. Das war auf jeden Fall. 9 Tonnen. Ich soll mal reingehen. Das ist auf jeden Fall. Gegen die Nutzung gesichert.
ordentlich verrostet, aber man kann auf jeden Fall noch erkennen, wie die Funktionsweise war. Für die Höhe. Und hier saß der Kanonier für die Drehung. So, wir sind jetzt in einer Ringstellung. Da könnt ihr euch vorstellen, wie groß die Kanone war, die hier eingebettet war. Und nochmal. Ein riesiger Trümmer. Konnte dann entsprechend gedreht werden. Schon imposant. Weißt du, was das hier ist, Daniel? Für Versorgung sicherzustellen. Ja, Munition, ganz genau. Also ihr müsst euch vorstellen, das war eine 38 cm Kanone. Und die Deutschen waren ja damals nicht blöd. Die haben die Munition außerhalb von den Geschütztürmen gelagert. Weil wenn ein Geschützturm getroffen wurde, dann bleibt wenigstens das Munitionsdepot heile. Und es gibt insgesamt hier in Hanstholm 4 von diesen Geschütztürmen. Kasematten. Eine davon haben wir gerade gesehen. Wir gehen gleich auch in die anderen rein und eine davon ist das Museum. Und diese Schienen hier sind dafür angeordnet, dass man von diesem Munitionsbunker die Munition dann entsprechend in die jeweiligen Geschütztürme bringt. Leute, wir haben den Eingang zum Bunker gefunden. Es befinden sich hier in Hanstholm insgesamt 4 Geschützstellungen. Das hier ist eine davon. Der Eingang ist zum Glück offen, wir haben Glück. Hier haben wir die Belüftung mit den uns bekannten Lüftungsschlitzen. Ich hatte das ja schon gesagt, da konnte man keine Granate reinwerfen. Die waren extra so konzipiert. Und ich würde sagen, wenn der Daniel fertig ist, dann gehen wir da mal gemeinsam rein. Und wie das bei Bunkern ist, es geht immer um die Ecke, damit die Explosion, die draußen stattfindet, hier möglichst Energie verliert. Natürlich hier eine Schießscharte, damit man hier den Eingang verteidigen kann, konnte. Und hier befinden wir uns in der Gasschleuse. Und hier sehen wir die Schießscharte von hinten. Natürlich massiv und das ist der Blick raus. Das war wahrscheinlich die Munitionskammer. Entlüftung, Belüftung. Und hier haben wir noch alte Schrift zu den Räumen. 23 bis 28, 11 bis 19. Ich schlage mal vor, wir gehen rechts. Schauen uns immer mal in. Das Schöne ist, wir sehen hier wirklich noch die Holzvertäfelung. Da waren dann entsprechend Betten und teilweise auch die Wandverkleidung dran. Hier sehen wir noch eine alte Bunkertür. Das war der Raum Nummer 6. Hier fehlt die Bunkertür. Ein riesen Raum, schaut euch das mal an. Also ich denke 3 Meter mal 7 Meter grob, 21 Quadratmeter. Dann haben wir die Bunkertür auf dem Boden liegend. Und hier waren entsprechend die Lichtschalter drin. Wandfarbe ist noch ziemlich gut zu erkennen.
auch verschiedene Farben. Hier haben wir Weiß, hier haben wir eine Art Rosé oder Gelb-Ocker. Nicht ganz einfach zu sagen, weil wir hier kein Tageslicht haben. Und noch eine Unterkunft. Ja, und hier kommen wir in Richtung des Geschützes. Ich habe aber gerade schon gesehen, die Tür, beziehungsweise die zugemauerte Tür, die alte Tür. Eine alte Bunkerpanzertür. Allerdings schon ordentlich zerrostet. Und hier könnten wir hochgehen. Dann kommen wir raus, um das Bauwerk, das Geschütz von oben zu verteidigen. Da oben ist die Skischarte. Und hier konnte man dann entsprechend hoch und das Bauwerk verteidigen. Das dürfte auch eine Skischarte sein, ganz genau, für die Eingangsverteidigung. So, und hier sehen wir schon die Ringstellung von dem Geschütz. Die gucken wir uns gleich von draußen an. Und das ist auf jeden Fall etwas Spezielles, weil normalerweise hat man keine Fliesen in einem Bunker. Das habe ich zum ersten Mal, oder sehe ich zum ersten Mal. Hier könnte vielleicht die Küche drin gewesen sein. Oder vielleicht auch Maschinen. Könnten auch Maschinen befestigt worden sein. Generatoren mussten natürlich auch, das Bauwerk musste mit Strom versorgt werden. Und hier haben wir einen weiteren Raum. Nutzung unbekannt. Ja, bis auf die Schmierereien hier an der Wand ist es eigentlich noch relativ gut erhalten, das Bauwerk. Hier haben wir wieder höchstwahrscheinlich Maschinensockel. Und hier liegt es auch nach Pisse, da müssen wir schnell raus. Puh, ganz schlimm. So, der letzte Raum seiner Art. Und auch hier wieder Maschinensockel. Es wurde komplett rausgerissen. Ich würde sagen, wir gehen mal auf die andere Seite. Interessant ist auf jeden Fall noch, dass hier, da wo der Lichtschalter drin gesessen hat, das farblich abgesetzt ist. So, wir gehen zurück. Die Räume haben wir uns gerade alle angeschaut. Auch hier sind wir schön abgesetzt. Eins, zwei, dreifarbig. Und sogar ein ganz dünner, feiner Strich, könnt ihr erkennen, haben sich richtig Mühe gegeben, damit es wohnlich aussieht. Man muss sich vorstellen, die sind ja hunderte Kilometer von zu Hause weg. Und dann will man es natürlich auch schön haben, auch in einem Bunker. Oh, hier geht es sogar noch weiter. Krass. Okay, hier ist aber Dead End. Okay, aber auch komplett gefliest. Das könnte vielleicht die Kombüse, die Küche gewesen sein. Aber wir gucken uns ja später noch ein gleiches Bauwerk an, das heute ein Museum ist. Und da können wir sicherlich dann auch unten mal nachträglich einfügen, wofür die einzelnen Räume waren. Hier bin ich mir ziemlich sicher, das waren Mannschaftsunterkünfte. Insgesamt 90 Personen haben hier Platz gefunden in diesem Bunker. Und jetzt zeige ich euch mal, in welcher Größe 15 Menschen gelebt haben. Hier in diesem Raum haben 15 Menschen gelebt. Wie gesagt, das sind ungefähr 3x7 Meter, würde ich grob schätzen. Und hier haben 15 Personen dauerhaft gelebt. Ja, muss man sich mal vorstellen. Kein Luxus. So, die einzelnen Räume schenken wir uns jetzt. Aber das, was wir uns nicht schenken, ist auf jeden Fall hier der Weg in die Ringstellung. Und das ist sicherlich das absolute Highlight, Leute. Wir befinden uns jetzt direkt in der Ringstellung. Ein bisschen unter Wasser ist sie, meine Schuhe sind nicht ganz dicht. Und ich schlage vor, wir gehen jetzt mal weiter. Und gehen dann direkt auch hier in die Geschützbettung rein. Hier sehen wir den Flansch. Oben war die Kanone entsprechend drehend gelagert.
360 Grad Schwenkradius. Und wir haben noch nicht hundertprozentig verstanden, wie der Mechanismus funktioniert. Wir haben auf jeden Fall gesehen, es gibt Laufkatzen hier. Das bedeutet, die Granaten waren bis zu 890 Kilo schwer, oder? Zwischen 425 und 890 Kilo waren die Granaten schwer. Das bedeutet, ein Mensch oder auch zwei Menschen konnten die nicht tragen. Und dementsprechend waren hier Laufkatzen notwendig. Und die benötigten natürlich Strom. Und deswegen gehen wir mal sehr stark davon aus, dass das Generatoren waren, beziehungsweise die Plattformen, die wir gesehen haben, dass das die Aufnahmen für die Generatoren waren. So, wir sind jetzt wieder hier drin. Wir haben uns überlegt, hier könnten vielleicht Maschinen gewesen sein, denn ich zeige euch jetzt mal eins. Ein sehr interessantes Detail hier an dieser Stelle. Gut, dass wir Hypersmooth haben. Das hier ist die Durchreiche für die Treibladung bzw. für die Munition für das Geschoss selber. Und woran man das erkennt, zeige ich euch gleich. Wie gesagt, das ist hier die Durchreiche. Wir gehen da jetzt einmal hier durch diese Tür durch. Zack, sind wir auch schon drin. Ein bisschen heller. Und da oben sehen wir die Laufkatze. Die nennen wir sehr schön, mit einem sehr schönen Detail. Nummer 1255, Tragkraft für 800 Kilogramm Granaten. Also, hier konnten noch nicht mal die ganz schweren Granaten transportiert werden, denn die haben 890 gewogen. Und hier ein absolut schönes Detail. Da oben seht ihr die Granate, wie sie ausgesehen hat. Unfassbar. 890 Kilogramm hier über diese Laufkatze wurde dann hier entsprechend hingebracht. Hier war damals ein Mechanismus, der konnte dann entsprechend hochgeklappt werden. Hier sehen wir noch das Fundament und dann wurde das hier durch die Durchreiche durchgebracht und auf der anderen Seite entsprechend dann entgegengenommen. Heute ist diese Durchreiche leider zubetoniert. So, wir gehen weiter und finden hier auch eine Bunkertür, eine intakte Bunkertür. Ich mache mal den Test. Die ist auf jeden Fall massiv. Da haben sie sich nicht lumpen lassen. Und hier können wir die B- und Entlüftung erkennen. Mal gucken, wie tief wir runter gucken können. Nur ihr seht das jetzt gerade. Ich habe jetzt kein Bild mehr auf meiner GoPro. Und hier, die Laufkatzen scheinen für weniger schwere Granaten zu sein. Oder aber für die Kartuschen. Und hier seht ihr das Gestell, leider schon an vielen Teilen weggerostet. Aber man kann auf jeden Fall die Funktionsweise noch ganz gut erkennen. Das konnte entsprechend dann hier abgeladen werden. Und dann wurde das hier quasi einmal über diesen Mechanismus, den gibt es oder gab es hier auch, konnte das gekippt werden, dann ist hier rübergerollt und wurde dann auch entsprechend dort wieder aufgefangen. Das bedeutet, man hatte also nicht das Problem gehabt, dass sie quasi direkt durchrollt und man nicht mehr schießen konnte. Sehr interessant. Absolut interessant. So, damit haben wir das Bauwerk im Grunde genommen auch schon erlebt. Für die Kartuschen und für die Munition gibt es das mindestens zweimal, haben wir gerade gesehen. Wiederholt sich natürlich. Leider nicht nochmal mit einem schönen Wandrelief. Und ich würde vorschlagen, wir gehen jetzt so langsam mal weiter, weil wir wollen natürlich auch noch die anderen Geschützkasematten sehen. Und ich würde sagen, bis gleich. Thank you.
Diese Führungsringe, also gezogener Lauf. Ach, guck mal hier. Hier wird die dann draufgelegt, umgeklappt und dann rollt sie dahin. Hier. Aber keine Chance. Zünder. Da waren die Kartuschen. Ah, so funktioniert es also. Es gab also wirklich eine Bahn. Wo müssen wir ihn reinschleppen, wa? Durch die Nähe. Da gab es garantiert auch einen Aufzug irgendwo. Ach, guck mal, hier oben hat es auch immer die ganzen. Ah ja. Vielleicht ist direkt hinter der Dings nur rechts. Und dann sind wir gerade. Ja, das war. Das wird wahrscheinlich so gewesen sein. Das kennen wir ja schon, ne? Sparen wir uns, oder? Jetzt haben wir rein. So, das ist ja hier. Das ist hier unten. Da ist der Greifer, siehst du? Ja, ja, richtig. So,
Ja.